Hallo und ich begrüße euch wieder mal in einem Ladescreen. Und entschuldige mich dafür, dass jetzt eine Woche lang keine Videos kamen. Ja, hatte viel Stress mit der Schule und dann hat meine Allergie zugeschlagen und ich konnte fast kein Wort mehr rausbringen und ja. Deshalb habe ich jetzt die letzten Tage nicht aufgenommen und deshalb nehmen wir heute wieder auf. Und jetzt sind wir schon im Labor und ich glaube, das letzte Mal, ist das lange her. Das ist sehr, sehr lange her. Ich hoffe, es stimmt alles mit der Lautstärke. Sollte. Ja, dann glaube ich, starten wir in die letzte Mission von Zeratuls Erinnerungen, leider. Ich kehrte auf unsere zerstörte Heimatwelt Ajur zurück. Die Zerg-Verseuchung überzieht noch immer den Großteil unseres geliebten Planeten. Die verdorrten Überreste des Overmind waren noch immer dort. Gleichsam ein Mahnmal für verlorene und gewonnene Schlachten. Mission Echo aus der Zukunft. Untersuchen Sie den Overmind auf Ajur. Ja, vielleicht ist das sogar schon die letzte Mission. Ich hoffe nicht. Die, unsere kleine Spezialserie Zeratuls Erinnerungen gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich erinnere mich an den Fall von Ajur. Ich bin nicht gerade scharf darauf, mir das Ganze nochmal anzusehen. Aber es hilft wohl nichts. Auf dem Höhepunkt seines Sieges über uns begann der Overmind der Zerg selbstsicher zu werden. Allzu selbstsicher. Alles, was vom mächtigen Overmind verblieb, war eine verdorbene, welke Hülle. Was auch immer an Erinnerungen in dem verrottenden Leib der Kreatur verblieben war, ich musste sie in Erfahrung bringen. Nur indem ich Kontakt mit den riesigen Nervensträngen herstellte, die direkt mit seinem Kortex verbunden waren, konnte ich seine Geheimnisse ergründen. Doch seine zahllosen Diener, die sich von seiner toten Hülle zu ernähren schienen, sollten sich als etwas problematisch herausstellen. Ich find's gut, wie Zeratul problematisch betont. Hört sich irgendwie so an wie problematisch. Könnte ein etwas größeres Problem sein. Okay. Fliehende Einheiten sind besten dazu geeignet, die Karte... Fliegende, Entschuldigung. Einheiten sind best dazu die, geeignet, die Karte zu erkunden und Gefahren zu inspizieren, bevor ihre Streitkräfte ankommen. Ja. Okay. Dann sind wir jetzt auf der alten Heimatwelt. Ich muss einen Weg finden, hier Fuß zu fassen und Verstärkung zu rufen, um die Zerg in Schach halten zu können. Und wir steuern nicht wieder mal Zeratul. Ist jetzt auch einige Zeit her. Die Lehre gebietet es. Ich hoffe, ich erinnere mich. Dieser treue Beobachter hat seit der Evakuierung Wache gehalten. Seine Fähigkeiten sind für uns sicher noch von Wert. Ja, ist eine fliegende Einheit. Und Beobachter sind auftarnende Einheiten. Ich glaube, doch Detektoren hatten wir schon mal. Ich suche den Pfad sind, der Einheiten, Erlösung. Welche andere auftarnen können. Den Dalai Lam. Okay. Kann sogar bis ins Wasser hinein. Audin Rashagal. Okay. Euch gehört meine Wie gesagt, wir steuern Zeratul. Euch Was gibt's hier gehört oben? Meine Ergebenheit. Nichts Besonderes und hier scheint es eine Protoss-Basis zu geben. Einige der verlassenen Bauten sind noch immer einsatzfähig. Wir sollten uns das zunutze machen. Ergebenheit. Euch gehört meine Ergebenheit. Ehre okay. den Hier Dalai oben scheint es noch weitere Kristalle zu geben. Die okay. Prophezeiung weist uns den Weg. Dann übernehmen wir mal in Audin den Nexus.
Dieser alte Signalturm summt noch immer vor Energie. Ich frage mich... Cool. Ah, ich habe Erzählungen von den mächtigen Kolossen gehört, die unter der Oberfläche Ajurs ruhen. Der Signalturm muss diese beeindruckenden Wächter erweckt haben. Die Zerg spüren eine Bedrohung für ihren toten Anführer. Wir haben einen Vorteil. Zeratul ist unsichtbar. Das bedeutet, Ich bringe Weisheit. Das bedeutet, Sekunde. Die Zerg werden gegen uns anrennen, bis wir zugrunde gehen. Ich muss den Cortex des Overmind finden und so viel in Erfahrung bringen, wie ich nur kann. Was wollte ich sagen? Wir haben Vorteil Zeratulis getarnt, das bedeutet... Es wird leichter, diese Knotenpunkte zu erreichen. Das Coole an Kolossen ist, sie können, wie man hier sieht, Klippen hoch und runter laufen. Und ja, das ist ihre Spezialfähigkeit und machen Wenn schön Damage. Wenn wir unsere Beobachter weiser einsetzen, können wir das Gebiet auskundschaften, um uns nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Ja, dann, Zeratul, wenn du das sagst, dann sollten wir das machen. Overlord können keine angreifen. City Overseer. Nice. Hier oben könnten wir... Ah, ein Warp-Tor. Schon auf Warpen eingestellt. Nice, nice. Ich glaube, hier metzle ich mich mal mit Zeratul durch. Wo komme ich hier hoch? Hier hinten. Serie. Detektor bleibt bitte hier oben. Ich bringe Seri, du zerstörst mal die Zerg, der sich hier eingegraben hat. Detektoren können nun auch eingegrabene Einheiten erkunden. Und Zeratul beginnt wieder zu labern, das nervt schon. Wir müssen uns auf die Verteidigung unserer Basis vorbereiten. Die Zerg sind auf dem Weg. Diese Warp-Tore scheinen noch zu funktionieren. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ja, Warp-Tore. Seht ihr, die Kolosse greifen von oben aus an und können selbst fast nicht getroffen werden. Nice. Und Zeratul metzelt sich hier gerade durch. Das mag ich auch. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Das mache ich ja schon, Pylone bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Sind hier noch irgendwelche Einheiten? Nein. Eine Nexusse? Nexusse, bitte. Vorher baue ich ein. Ja, nicht genügend Mineralien. Jetzt, okay, keine Mineralien mehr vorne. Du schiebst mal deine Sonden hier hin. Obwohl, Nexusse... Nexusse 400. Ein Pylon. Mein Leben. Dann hier hin. Setz ein Pylon doch hin, bitte. Bitte. Ich bringe Weisheit in einer Zeit mit Energieversorgung. Uns zwei Punkte. Zeratul, lauf bitte mal hinter. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Eure Sonden werden angegriffen. Sonde, komm. Schwer. Zeratul, zerstören Sie bitte. Eure Sonden werden angegriffen. Okay, das war diese Sonde. Nice, nice, nice. Adun Toridas, Zeratul. Wir wurden in der Energiematrix des Tores eingeschlossen, als es deaktiviert wurde. Wir danken euch. Warp-Tor. Dann warpen wir jetzt nur noch. Okay. Sprecht ihr mich? Hetzer? Und Zeratul sammelt bitte hier unten. Uff.
Das sieht hässlich aus. Musste mich gerade muten, hab einen trockenen Hals und hab nichts zu trinken dabei. Meine Ergebenheit. Bin selbst schuld. Ich werde einen Weg finden. Okay, dann. Ich brauche bitte noch mehr Drohnen. Ich suche den Pfad der Erlösung. Okay. Angriff in einer Minute. Zeratul kann sich hier durchschmetzeln. Ich sende noch eine. Ein Dings da. Hoher Templer. Nice. Das gefällt mir. Das ist jetzt gut. So, dann eine Nexus. Pylon. Photonenkanone. Da kann ich noch nicht bauen. Die Zerg versuchen uns zu überwältigen. Zu den Waffen, meine Brüder. Rückzug. Zerto, Rückzug. Rückzug. Ich werde einen Weg finden. Sie versuchen uns zu überwältigen. Arshagal. Wir dürfen nicht zagen. Ehre den Dalai. So. Zerthul und Sonde, Rückzug in die Basis. Utraliske. Bitte angreifen. Angreifen. Kannst du einen Psy-Sturm? Bitte hier drauf. Nein, Zerthul läuft nicht in den Psy-Sturm. Basis wird angegriffen. Okay, wo ist mein Sonnenschein? Mein Sonnenschein. Schlechter Witz. So, diese Basis müsste sicher sein. Dann warpen wir Einheiten heran. So. Die Einheiten werden jetzt hier konstruiert und ihr seht, dann hat das Gebäude einen Cooldown und man kann nicht so viele Einheiten in Slots mitnehmen. Nein, ihr bleibt bitte doch dran. Sehr dumm von mir. Ich suche den Pfad der Erlösung. Sprecht ihr mich an? Zerathul, wie sieht's hier mit aus? Okay. Weitere Sonden. Und du baust mir bitte einen Assimilator. Gib deine Mineralien ab. Und ihr geht nachher alle in den Assimilator. Hier sieht's sicher aus. Wie sieht's mit Zerathul aus? Mysterie? Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Okay, du kannst deine erste Information aus dieser ekligen, glibberigen Toten. Und glibberig sieht sie nicht mehr so viel aus. Was ist dieser Toten der jetzt? Der erste Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Schmerz, Überraschung, Tod. Nicht sehr viel positive Dinge. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, aber was kann man sich dabei wie sagt man? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Es gibt ja auch nicht besonders vieles, was positiv an einer Zerstörung einer ganzen Welt ist, Invasion und Verseuchung. Also ja. Ich weiß zwar noch immer nicht, was diese Obelisken sein sollen, aber ja. Euch gehört meine Ergebenheit. Wir dürfen nicht sagen. Die Ehre gebietet Zerathul, es. Zerathul, wo ist der Detektor? Ich werde einen Weg finden. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Mir steht eine neue Prüfung bevor. Blinker einschließen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Euch gehört meine Ergebenheit. Ehre den Dalai Lama. Okay, bleib hier, Zerathul, bitte. Kannst du das jetzt zerstören? Eklig. Eklig mit dem Ä. Einschließen. Die Zerg versuchen, unsere Basis zu überrennen. Die Ehre gebietet es. Und zerstört diesen Bunker, bitte. So, wo versuchen sie, unsere Basis zu zerstören? Detektor. Feinde nähern sich meiner Position. Schwer wiegt meine Bürde. Und ich schworbe mir ein Herz heran. Hier.
Armeeangriff. Ich richte in den Schatten. Basis wird angegriffen. Hallo, wo bist du? Euer Denken gleicht dem meinen. Ich füge mich. Okay. Wir brauchen weitere Photonenkanonen. 1, 2, 3, 5. Geht's nur mir so oder seht ihr auch solche Lichtblitze? Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verrückt und schmiede einfach mal ein paar Sachen in der Schmiede, wo wir eigentlich Upgrades brauchen. Also, wir brauchen Upgrades. Ich suche den Pfad der Erlösung. Detektor, was gibt's hier oben? Wir könnten die Kolosse hin. Okay. Wie? Mineralienfeld schon erschöpft? Hetzer zerstört diesen hier. Und wir brauchen viel mehr Warp-Tore. 2, 3. Eine Zwiebel. Damit wir endlich etwas vorankommen. Dafür brauche ich die Zwiebel. Robotic Dog können wir auch eins bauen. Läuft sehr gut. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Blinken, einschließen. In Arudin Rashagal. Ihr seid auf mich angewiesen. Nun gut. Mir steht eine neue Prüfung bevor. Ehre den Dahlnam. Danke. Wo ist meine gesamte Armee? Hierhin, außer meine beiden Kolosse. Entschuldigung, ich glaube, ihr habt zwar nichts gehört, aber... Ah, das ist Zeratuls wirklich cooles Schiff. So eins wünsche ich mir zum Geburtstag. Mutti, bitte. Ich möchte eins zum Geburtstag. Wop. Tore. So. Setze ich auf meine 1. Ja, dann nehme ich ein paar Sonden und schicke sie hier hoch. Durchgeführt. Upgrades sind durch. Gehen wir zur zweiten Stufe über. Die Zwiebel ist bereit. Unsterbliche kann ich ein paar bauen. Du baust mir bitte einen dunklen Schrein. Und einen Robotik-Dock. Kann ich doch setzen hier einen Robotik-Dock und hier unten ein Templar-Schief. Und dann die Zerg kommen. Dann baust ich du. Ich suche den Pfad der Erlösung. Danach baust du mir Pylone. So. Warpen. Erneut diene ich. Ich spare jetzt etwas zusammen, um. So, 3 Stück. Alle hier. Dann über die Tür. Schwer wiegt meine Würde. Euch gehört meine Ergebenheit. Dieser Teil geht hier hoch. Unsere Gedanken sind erneut diene ich. Nein, nein. Wo ist der? Ich vernahm euren Ruf. Ah, ist schon weg. Okay, meine 4. Bitte sich sammeln. Und wo sind meine 3 Sonden? Das schicke ich hier hoch. Ja. Und einer von euch baut einen Assimilator, bitte. Sprecht ihr mich an? Robotik-Doktor, da könnte ich einnehmen. Aber ich möchte jetzt gerne dunkle Templer. Da diese auch getarnt sind. Aus den Schatten.
Dunkle Templer. Im Namen Nasperu Unadar. Ich bin die Dunkle Templer, dieser und Seratu. Upgrade durchgeführt. Ihr begegnet euch zurück zur Basis. Warp-Tore sind noch keine bereit. Aber das wird meine 6. Meine 6 ist unsichtbar. Was? Wir dürfen nicht zagen. Ehre den Dalai-Lam. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Und ich brauche ein paar Hetzer, die mir folgen. Ich bin die Stimme. Ich bin hier in den Schatten. So. Ich greife die Zeratul bitte an. Danke. So. Okay. Hä? Obelisk und Obelisk. Also. Es gibt nicht mit Energie versorgte Protoss-Obelisken in der näheren Umgebung. Besorgen Sie mit Hilfe Pylonen mit Energie und wichtige Erkenntnisse über Protoss. Mineralienfeld erschöpft. Ist das einer der Obeliske? Ah! Den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ruhm wert ewig. So, Scharas. Zieht euch auch zurück. Wie sieht's mit dir aus? Ich suche den Pfad der Erlösung. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Ein Schatten legt sich über unsere Basis. Die Zerg werden bald angreifen. Verzeihung weist uns den Weg. Ich werde einen Weg finden. In Arudin Rashagal. In Arudin Rashagal. Wir dürfen nicht zagen. Schwer wiegt meine Bürde. Dann brauche ich... Upgrade durchgeführt. Ihr Graf Petir.